Wir sind wieder im Dreamweb und Tag, Leute, weiter geht's mit diesem doch ja sehr außergewöhnlichen Adventure. Wir waren ja hier gerade in der Garage und forschen jetzt nochmal hier die weitere Gegend. Die Bedienungsanleitung hatten wir schon gelesen, allerdings hilft uns die nicht weiter, weil unsere ja, Freundin doch viel mehr Ahnung von Autos hat als wir offenbar. Schraubenzieher, den haben wir noch nicht gesehen. Schraubenzieher mit großer Drehfläche und einem durchsichtigen orangefarbenen Griff. Ich muss etwas finden, das ich damit benutzen kann. Okay. Versuche Schraubenzieher. Das funktioniert nicht. Versuche Auto. Was haben wir hier? Einfach mitnehmen. Ah ja, genau. Mitnehmen können wir den auch einfach. Habe ich übrigens beim letzten Mal vergessen, dass man hier die Gegenstände theoretisch auch hier einfach mitnehmen kann. Einfach dann hier quasi in der Mitte anklicken. Also da kommt nicht immer so ein, wie heißt das nochmal so schön, nehmen oder take-Befehl, wie es in anderen Abenteuern spielen ist. Okay, und das Auto scheint aber sonst nicht mehr wirklich fahrbereit zu sein. Noch ein Öllappen. Wenn er nicht voller Öl wäre, würde er in sanftem Blau leuchten. Den können wir auch mitnehmen. Und ja, dann lassen wir das Auto mal Auto sein und gehen hier einfach mal raus, nochmal schnell abchecken. Steinboden. Ne, das ist ja hier der Aufzug zu unserer Wohnung. Wir gehen hier aus der Tür raus. Auf die Straße. Der Regen wird lauter und ja, wir können Straßenlaterne, das hilft auch nicht weiter. Wir gehen hier einfach mal weiter auf den Bürgersteig. Ja, und das ist jetzt hier die Übersicht der verschiedenen Plätze, zu denen man hier fahren kann. Wir haben hier Edens Haus, meine Wohnung, Sparkys Bar. Oh, und da würde ich doch mal sagen, gehen wir erstmal hier zu Sparky. Informationen kann man sich auch immer noch einholen. Ein lausiger Ort, hier ist es chaotisch, die Leute sind unfreundlich und die Bezahlung ist armselig. Alles, was an einem Job nicht stimmen könnte, findet man als Angestellter hier. Also offensichtlich arbeiten wir da. Dann fahren wir auch mal direkt hin. Hier ist auch direkt ein betrunkener Mann. Rede mit ein bewusstloser Mann. Mann liegt vor der Eingangstür zu Sparkys Bar im strömenden Regen. Er trägt einen braunen Anzug, der vom im Freien Schlafen schon ganz dreckig und zerrissen ist. Ja, und das, er ist umgeben von leeren Bierflaschen, hat er die gute Erzählerstimme vergessen. Naja, gut. Das kann ich ja dann noch nachlesen. Also der betrunkene Mann, der hilft uns nicht so richtig. Hier eine Brüstung. Und hier geht es offenbar zu Sparky. Neonreklame, schauen wir uns nochmal an. Einfach nur ein Neonschild, nichts außergewöhnliches. Schild können wir nicht gebrauchen, okay. Geht zu Kasten, was soll das hier sein? Untersuche Kasten, ein viereckiger Metallkasten auf einem Stützbein, das in den Boden geschraubt ist. Können wir mal öffnen. Eine Cola-Dose und Müll. Naja, Cola-Dose ist okay, Müll nicht. Und ja, gehen wir einfach mal hier in die Bar rein. Ja, und der Sound im Hintergrund auch. Wir hören schon hier, hier spielt jemand Space Invaders oder sowas ähnliches. Wie ein Mann. Ein Mann, der etwas jünger zu sein scheint als ich, liegt mit seinem Kopf auf dem Tisch. Er schläft und ist offensichtlich sehr betrunken. Sein Ärmel liegt in einer Bierpfütze und er schnarcht sehr laut. Der Mann liegt laut schnarchend. Hey, wach auf, ich muss mit dir reden. Der Mann will lieber weiter pennen. Jetzt komm schon, wach auf, ich brauche deine Hilfe. Der hat keine Lust, glaube ich. Ach, vergiss es. Die Sprachausgabe ist übrigens auch sehr, sehr klasse. Wenn man bedenkt, 1994, da war das mit richtig guten Synchronsprechern noch nicht wirklich an der Tagesordnung. Also heute kann man ja eigentlich die deutsche Synchro von jedem Spielen sich wirklich anhören. Früher musste man da oft auf Englisch schalten. Ich fand, das hier war schon richtig gut. Okay, wir haben ja noch ein paar andere Leute, mit denen wir hier reden können. Hier zum Beispiel der Mann. An der Bar sitzt ein Mann, der eine Zigarette raucht.
Er lässt seinen Blick gelangweilt durch die Bar schweifen und blickt gelegentlich zum Fernseher hinauf. Er sieht nicht so aus, als würde er sich sonderlich amüsieren. Dann reden wir mal mit dem. Der Mann zieht an seiner Zigarette und fragt mich, was ich will. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich zu Ihnen setze? Tu, was du nicht lassen kannst. Ist mir egal. Danke. Was läuft denn im Fernsehen? Irgend so eine Dokumentation über diesen Sänger, David Crane. Und was ist so besonders an ihm? Er gibt ein Konzert hier in der Stadt und ist heute angekommen. Und wo wohnt er? In einem Hotel namens Regency. Hey, was sollen denn diese ganzen Fragen? Ach, nur so. Das Regency ist dieses große Gebäude unten am Fluss, richtig? Ich glaube schon. Warum hältst du jetzt nicht einfach die Klappe und lässt mich in Frieden? Okay. Da haben wir auf jeden Fall schon mal erfahren, David Crane. Ich überlege gerade, ob das der ist, den wir vielleicht umbringen sollten. Da wurde ja hier in dem Traum was gesagt. Ich habe mir das dummerweise natürlich wieder nicht gemerkt, aber ich guck mal hier gerade auf meine Notizen, ob da irgendwie was draufsteht. Ich hatte mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Da steht allerdings nicht wirklich der Name drauf. Na gut, müssen wir erstmal so lassen. Das werde ich dann bis zum nächsten Mal auf jeden Fall meine Erfahrung bringen. Hier mein Kartenscanner und wir haben hier den Sparky. Sparky steht an der Bar. Offensichtlich arbeitet heute niemand für ihn, sodass er selber hinter dem Tresen stehen muss. Sparky ist ungepflegt und er leidet an Übergewicht. Sein Bauch zeichnet sich unter seinem grauen Hemd ab. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Na, mit dem reden wir auch mal. Hey Ryan, hast du meine Mailnet-Nachricht bekommen? Nein, tut mir leid. Ich meine, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Das ist schon okay. Kein Problem. Wirklich? Klar, du bist nämlich gefeuert. Wenn du meine Nachricht gelesen hättest, dann würdest du es bereits wissen. Bitte? Das kannst du nicht machen. Ich brauche das Geld. Tut mir leid, Junge. Aber ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann. Es tut mir leid. Ich kann in letzter Zeit nicht mehr richtig schlafen. Ich werde mich zusammenreißen und mich ändern. Ich sag dir was. Nimm dir ein paar Wochen frei. Regenerier dich mal wieder ein bisschen. Im Moment kann ich dich so nicht gebrauchen. Danke, ich weiß das zu schätzen. Kann ich vielleicht mein Geld bekommen? Nun, warum nicht? Auch wenn ich selber hinter dem Tresen stehen muss. Zieh deine Karte durch den Scanner. Okay, und ich verspreche dir, mich zu ändern. Sparky sieht mich erwartungsvoll an. Vielleicht sollte ich tun, was er sagt. Denke ich allerdings auch. Ich habe gerade nochmal versucht herauszufinden, wie der Kollege hieß, den wir umbringen sollten. Ich habe jetzt erstmal hier nichts weiter gefunden. Aber ich nehme schon stark an, dass das hier derjenige sein wird, hier im Regency Hotel. Beziehungsweise vielleicht finden wir den da auch. Okay, also wir kriegen hier unser letztes Gehalt. Wir sind ja leider gefeuert, wie wir das hier mitbekommen haben. Oh, Cashkarten, das ist gut. Dann ziehen wir unsere Karte mal durch hier. Ich nehme meine Karte und lege meinen Daumen auf den Metallstreifen. Sparky kommt rüber und gibt etwas in den Scanner ein. Ich ziehe meine Karte durch, den Schlitz in die Maschine und mir werden 2 Wochengehälter gutgeschrieben. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Kann man das irgendwie sehen, wie viel Geld man hier hat? Nicht wirklich, glaube ich. Steht nur der Name drauf, aber sonst nichts. Also wir haben auf jeden Fall schon mal unser Geld nochmal bekommen. Was ist jetzt hier mit dem Videospieler? Und hier ist übrigens auch eine Maschine. Gehen wir erstmal selbst hier. Ein Zigarettenautomat mit der Aufschrift außer Betrieb. Nichts passiert. Naja, nicht verwunderlich, wenn der ja kaputt ist. Ich erkenne den Videospieler. Er kommt oft hierher. Er trägt eine braune Lederjacke und abgetragene, zerrissene Jeans. Er konzentriert sich auf sein Spiel. Okay, vielleicht können wir mit dem reden? Der Videospieler kämpft mit der Steuerung des Spiels. Er ignoriert mich, als ich mich ihm nähere. Hallo, wie geht's? Ich versuche mich zu konzentrieren. Lass mich in Ruhe. Du heißt Steve, nicht wahr? Richtig. Würdest du mich jetzt bitte in Ruhe lassen?
Ich wollte sowieso gerade weiter. Bis später. Na okay, der will auch nicht so richtig mit uns reden. Wir haben ja noch den Betrunkenen vor der Tür. Vielleicht ist der ja noch ein bisschen redseliger. Hier, Aschenbecher haben wir auch ein paar. Ich guck mal, ob ich vielleicht einen klauen kann. Wenn ich hier schon entlassen worden bin, kann ich ja so ein wenigstens mal mitnehmen. Ja, machen wir auch gleich mal. Vielleicht ein Glas auch noch. Wobei, ja, ich denke mal nicht, dass ich es brauchen werde, aber ich nehme es mal mit. Hier haben wir noch einen Monitor, noch einen Tresen, Kartenscanner. Also ich denke mal, hier haben wir eigentlich alles erledigt. Hauptsache, wir haben unser Geld. Reden wir nochmal hier mit dem betrunkenen Mann, wenn der Blitz wieder nicht einschlägt. Ein Bewusst. Der Mann bewegt sich nicht, als ich mich ihm nähere. Hey, wach auf! Der Mann, dessen Gesicht in einer Pfütze liegt, rührt sich nicht. Kannst du mich hören? Immer noch kein Lebenszeichen. Vielleicht ist er tot. Ob uns das weiter zu interessieren hat, weil Polizei da so rufen, kann man hier eigentlich gar nicht groß. Ich glaube, da hat er einfach Pech gehabt. Na gut, machen wir uns mal hier ab und fahren mal nach Hause. Ja. Ian's Haus, Regency Hotel, da können wir jetzt auch hinfahren. Oder meine Wohnung. Ja, da gehen wir erstmal hier in meine Wohnung. Beziehungsweise, Moment. Wir gehen nochmal. Wo wohnen wir denn hier? In der Kanalisation oder was? Wir machen gerade nochmal einen Test. Vielleicht, ja, genau. Ich wollte nämlich mal schauen, was hier bei Regency Hotel hier in der Beschreibung steht. Ja, also ich denke fast, dass da hier einer der Leute ist, den wir uns annehmen sollen. Aber wir fahren jetzt trotzdem erstmal nach Hause und gehen hier in unsere Wohnung. Hier mit blauem Neonlicht, Heizkörper, sieht alles sehr verranzt aus. Hier eine Cola-Dose, da haben wir eigentlich schon eine. So, geh zu Schalter. Wenn man diesen Schalter betätigt, ertönt die Klingel in meiner Wohnung. Ich drücke auf den Knopf und ein rotes Licht flackert auf für einen kurzen Moment. Ich warte eine Weile und bemerke, dass ich gar nicht drin bin. Vielleicht bin ich irgendwo draußen. Womöglich stehe ich in der Eingangshalle und betätige die Klingel meiner eigenen Wohnung. Ja, das ist ziemlich cool. Also, es bringt natürlich nichts zu klingeln. Ja, wir haben hier ein Tastenfeld. Und jetzt ist die Frage, was wir hier für eine Nummer eingeben müssen. Versuche einfach mal hier mit der 5510. Da kommen wir mal nicht weit. Was ist denn hier drüben? Vielleicht können wir hier mal nachfragen. Na? Okay, da bringt es ja nichts quasi, hier einzubrechen. Wie hieß der gute Ted Kingston? Ja, der Name sagt mir auch nichts. Wir klingeln mal hier bei dem Nachbarn. Ob der vielleicht aufmacht? Nee, der macht auch nicht auf. Ja, ist die Frage, ob wir irgendwie hier auf irgendwelchen Daten hier unsere Nummer drauf haben. Zum Beispiel ein Foto. In Liebe Eden. Also ein Foto hier von Eden. Oder Eden, besser gesagt. Hilft uns aber nicht, um hier in die Tür reinzukommen. Turnschuhe. Mal ein bisschen weniger geschnürt, dass sie nicht so eng sitzen. Vielleicht hier mit dem Hemd. Er trägt das Hemd bereits. Okay. Sonnenbrille. Die Uhr. Ja, jetzt haben wir die Uhr angezogen. Das ist auch ziemlich interessant. Die taucht nämlich jetzt hier oben auf. 19.15 Uhr und 11 Sekunden. Also übrigens nicht die aktuelle Zeit des hier, wo ich das Video aufnehme. Das wäre natürlich eine geniale Sache. Kaugummi können wir vielleicht auch mal benutzen. Öffnen. Und dann drei Kaugummis. Ah, die räumen wir jetzt mal hier aus. Einen können wir vielleicht mal essen. Ja, jetzt genießen wir ein Kaugummi. Aber wir kommen nicht in unsere Wohnung rein. Hier ist noch ein Rad.
Rad hat sich gedreht, aber nichts ist passiert. Ja, Leute, also hier erstmal, wie gesagt, eine kleine Sackgasse. Hier kommen wir nicht rein. Den Code müsste man wissen. Ich schau mal, wo wir den Code genau rausbekommen. Beziehungsweise ich weiß es natürlich, aber ich will ja ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Weil das, daran erinnere ich mich noch. Dafür dann mehr vom Code, von unserer Tür hier dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.